der Kopf das Markenzeichen dieser Kräftigen. Oster nordischen Ritual. Und Sie sehen, das Tempo ist ganz enorm. Das brauchen Sie natürlich auch, um diese Runde, um diese Rasen zu fangen. Wo sind's? Ah, jetzt wird. Sie hören es vielleicht nicht so gut wie wir hier draußen, aber diese Hunde haben einen unglaublichen Tritt in den Boden mit diesen Schritten, die sie eine große Distanz überwinden und daher natürlich auch eine immense Geschwindigkeit ziehen. Jetzt schön im zweiten Teil versucht man dran zu bleiben und den Hasen irgendwann mal zu strecken. Was glücklicherweise für diese Hunde im Ziel auch immer möglich ist. So, Hase tot, Hunde froh. Lauf Nummer 111 werden wir einen Einzellauf sehen mit der Hündin.